Fest an den Automobilen zu einem neuen Film. Ja, es geht wieder um Thema Leistung, wie fast jeden Tag bei uns, was ja schön ist. Heute dürfen wir diesen Golf 7R machen als Kombi-Ausführung. Deswegen filmen wir das auch, weil als Kombi haben wir den, glaube ich, noch nie gedreht. Vom Motor her, Technik ist eigentlich immer das Gleiche. Fahrzeug hat vielleicht ein bisschen mehr Gewicht, das ist möglich. Weiß ich auswendig jetzt nicht genau, da möchte ich auch nichts Falsches sagen. Aber ändert sich für uns jetzt auch nichts. Was? Also. Ja, ich bin nicht vorbereitet. Warte, ich habe 20 Millionen Sachen im Kopf. Wie Schild aufhängen. Genau. Gut, also Fahrzeug bekommt mehrere Arbeiten bei uns, also meine Stufe 1. Leistungsoptimierung MacChip für Motor und Getriebe. Fahrzeug bekommt also beides. Und zusätzlich bekommt der Kunde noch eine Getriebeölspülung und natürlich dementsprechend auch einen Getriebeölwechsel. Fahrzeug ist noch nicht allzu alt, aber hat doch schon, Moment, ich guck mal, weiß nicht genau wie viel. Fahrzeug hat schon knapp 120.000 gelaufen und da wäre jetzt der zweite Ölwechsel fällig. Und der Kunde wünscht eine Getriebeölspülung, was ich immer sehr befürworte, weil der Reihenwechsel, ja, VW sagt zwar beim DSG, sei nur ein Wechsel nötig, aber eine Spülung schadet sicher nicht, dass man auch die ganzen Verschmutzungen schön rausbekommt. Gut, Leistungswerte werden wir haben von 300 oder 301 PS, wie die Fahrzeuge angegeben werden, auf 350, 360 PS. Es hängt immer ein bisschen davon ab, wie das Fahrzeug streut. Dann 380 Newton bis 440, 450 Newtonmeter. Also gute, sagen wir, im Durchschnitt so 70 Newtonmeter, 50, 60 PS. Wir werden jetzt bei dem Fahrzeug eine Leistungsmessung machen. Der Grund ist der, wir haben das Sensoriksystem, das kennt ihr ja, und das Sensoriksystem haben wir den Sensor ersetzen müssen, weil die Elektronik einen Schaden hatte. Und so können wir es gerade testen, ob es funktioniert. Das ist eigentlich der Grund, warum wir hier eine Leistungsmessung machen. Kunde bezahlt die nicht, aber wir machen sie jetzt trotzdem. Wir müssen schauen, ob der Sensor geht und dementsprechend können wir es gerade kombinieren. Gut, ich würde sagen, wir steigen jetzt ein, gehen die Messung vorher machen, dann machen wir das Beschreiben. Beziehungsweise auslesen, hochschicken zum MacChip, dann, wenn wir die Daten wieder bekommen, das Beschreiben der jeweiligen Motor- und Getriebesteuergeräte. Und danach werden wir die Ausgangsfahrt machen mit Ausgangsleistungsmessung. Ich hoffe, ja, es gefällt euch. Wenn es so ist, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und wir zwei steigen jetzt ins Auto. Bis gleich. So, liebe Leute, sind wir hier im Golf. Sympathisch. Gehen mal auf die Autobahn, versuchen da, also wir sind im Race-Modus, so heißt der Modus hier, und im S, gehen auf manuelle Schaltgasse, müssen natürlich jetzt runterbremsen. Das ist leider ein bisschen der Nachteil der Sensorikmessung, und hier haben wir natürlich jetzt wieder richtig viel Verkehr, aber wir sollten uns ja nicht beschweren. Ja, liebe Leute, ihr müsst mich überholen, es tut mir schon ein paar leid. Es kommen dann noch LKWs, jetzt muss ich schnell stoppen. So, okay, jetzt hoffe ich, es geht. Gut. Ganz schlecht, was der macht. Diese Zwangshochschalterei, die diese DSGs haben, ist ein bisschen mühsam. Gell? Ja. Dass er nicht schön in den Begrenzer reingeht, der schaltet einfach hoch. Verstehe ich nicht. So lang. Das ist, weil man nicht mehr selber entscheiden kann. Lass mal ausrollen hier schön. Gut. Bremsvorgang, damit man eine schöne Runde hat. So, oder? Gut, machen wir gerade noch mal eine. Jetzt ist gerade frei hinter uns. So. Bei 6, 7, so. Na, geht ja. 6, 7, 6, 8. Das ist der höchste Drehzahlbereich. Ja, das müssen wir eingeben in der Software, nebst Temperatur, Luftdruck und Reifenumfang. Und Gewicht. Und Gewicht, genau. So,
verlangsamen. Moment, schöne Bremse. Okay. Also jetzt haben wir zwei Messungen gemacht. Wir gehen jetzt noch auf die andere Straßenseite rüber, machen da auch noch ein, zwei Messungen. Warum machen wir das? Nicht, weil wir zu viel Zeit haben, sondern weil hier geht es leicht bergauf, da drüben geht es leicht bergunter und dementsprechend kann man sich ein bisschen dann Durchschnitt ziehen. Wir haben auch schon die Frage bekommen, ob das Sensoriksystem dann überhaupt genau ist oder nicht genau ist. Es ist so, es hängt ganz darauf an, wie sauber die Daten oder wie gut die Daten sind, die man eingibt. Das Gerät misst ja die Fliehkraft an den Rädern, dementsprechend die Kraft an den Rädern. Ansonsten kann das Gerät nichts anderes messen. Aber das ist bei einem Rollenprüfstand auch nicht anders. Nur ein Rollenprüfstand ist natürlich, wie soll ich sagen, da hat es keine Umwelteinflüsse. Wir haben allerdings hier den Vorteil, und das muss man ganz klar sehen, dass wir keine Probleme mit der Kühlung haben, dass wir keine Probleme mit irgendwelchen Assistenzsystemen haben, Abstandswarner und so Geschichten. Und das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil. Jedes System hat seine Vor- und Nachteile und ich sage und ich behaupte, und das ist eigentlich auch das, was Sensorik angibt, man ist so vielleicht 1, 2, 3% daneben. Bei uns, wie gesagt, geht es ja nicht darum, um auf das PS genau herauszufinden, was das Fahrzeug jetzt hat, sondern es geht herauszufinden, was die Differenz ist zwischen jetzt und nach der Optimierung. Und um das herauszufinden, ist es top, muss man sagen. Gut, das noch kurz als Erklärung. Also wir gehen jetzt auf die andere Seite, das filmen wir jetzt nicht und wir sehen uns gleich wieder im Geschäft. Machst du da? Hallöchen. Ja, ich bin hier gerade zum Suchen des richtigen Getriebes. Ah ja, auf Anschlag gefunden. Ah ja. Ich wundert euch sicher, warum ich das so sage. Aber beim Getriebe ist es so, dass man zum Teil, also dieses Getriebe heißt DQ250, das DSG. Aber bei den Fahrzeugen wurde manchmal das verbaut und manchmal das verbaut. So ganz einfach ist das nicht immer. Und deswegen kann sein, dass man zum Beispiel mal als Audi auslesen muss oder irgend sowas. Das geht aber nur darum, weniger um das Getriebe als solches, sondern um die Softwarenummer, die drauf ist. Kann sein, dass ihr die bei VW nicht findet, aber bei Audi. Deswegen ist es für uns eigentlich egal, ob wir den jetzt als Audi auslesen oder als VW, weil es geht ja schlussendlich nur um die Steuerung. Ob das jetzt ein VW oder Audi ist, ist eigentlich wurscht. Ah ja. Ja. Gut. Ja, weißt du, diese, das sind ja Applikationen, das sind einfach nur Fältchen, damit jeder weiß, ich bin jetzt im Golf am Arbeiten. Aber die Steuerung hier ist ja auch beim S3 drin oder kannst du auch als Seat Leon auslesen, das ist alles das Gleiche. Ja. Verstehst du? Das heißt, wurde viel überall gleich eigentlich verbaut. Das ist alles das Gleiche. Mal passt das eine, mal passt das andere beim Auslesen. Also beim Auto selber gehst du normalerweise immer aufs Fahrzeug selber. Und beim Getriebe kann es gut sein, dass man mal anstatt ein VW ein Audi nehmen muss. Genau. Gut, also ich bin jetzt hier dabei, die Daten hochzuschicken zum MacChip in unserem B2B. Und dann werden die da angepasst, sei es Getriebe wie auch Motor, also Motor und dann Getriebe. Und in der Zeit können wir natürlich andere Arbeiten machen, das ist auch ganz praktisch, weil da müssen wir nicht am Fahrzeug sitzen und warten, bis die Daten fertig sind. Wir haben meistens ein Zeitfenster von maximal 90 Minuten, bis die Daten wieder hier sind. Oh, jetzt habe ich gespuckt. Autotuner OBD. Das ist nicht so schlimm, das ist ja dein Gerät. Ist mein Gerät, genau. Jetzt muss ich schon schauen, Getriebe. Ich habe Mühe mit den Augen im Moment. Wahnsinn. Das ist gut, also du schickst es jetzt und dann könnten wir in der Zeit machen wir schon denn. Genau, und wir in der Zeit machen andere Arbeiten. Ich werde sicher mal die Daten der Leistungsmessung auswerten in der Zwischenzeit. Und noch muss ich noch Teile bestellen für andere Arbeiten. Aber wenn der Auswertung was kommt, werde ich bestimmt nochmal belästigen. Genau, gut, also wir sehen uns gleich wieder. Ja, sind wir noch immer hier. Wir sind gerade bei der Auswertung der
Leistungsmessung. Also die Daten haben wir jetzt hier hochgeschickt zum Chip. Die sollten jetzt da bearbeitet oder werden da auch bearbeitet. Ich speichere nur schnell kurz das ab hier. Da kann man gucken. Also Originalmessung haben wir. Warte, ich mache es ein bisschen kleiner. Wir haben ein wunderschönes Diagramm, muss man sagen. Ist natürlich wie gezeichnet. Ist natürlich auch original. Und wir haben eine Leistung gemessen von 301,7 PS. Warte, ich mache es wieder größer. So, hier. 301,7 PS und 388,1 Newtonmeter. Wir haben jetzt alle vier Messungen angeschaut und wir sind wirklich plus minus 1,2 PS am gleichen Ort. Also das Fahrzeug hat volle Serienleistung, hat sogar ein bisschen mehr Drehmoment, als er haben sollte. Auf dem Drehmoment her sind wir wirklich plus minus 10 Newtonmeter da. Hat keine Aussätze, hat nichts, also läuft wunderbar. Wunderschön, muss man sagen, für Original. Aber gut, ich meine, es ist auch Großserie. Also was will man? Und solange das Fahrzeug kein technischer Mangel hat, sollte das eigentlich auch so sein. Gut, also wir werden jetzt mit der Auswertung, Leistung vorher werden wir durch. Daten haben wir geschickt. Wir warten jetzt noch auf die Daten und wir sehen uns dann wieder bei der Messung danach. Okay, bis gleich. Sind wir mal am Laufen? Ich könnte jetzt gerade. Nur mal, jetzt bin ich zu dunkel. Ich hole dich ja schon. Ja. Entschuldigen Leute, ich bin zu dunkel. So, jetzt könnte ich hier schon verlangsamen, schau mal. So, wenn der jetzt nicht reinzieht, ist gut. Perfekt, ich gehe, ha? Der zeigt dich um. Ui. Jetzt sind wir über 7 auch, Drehzahl ist auch höher. Jetzt sind wir bei 7,2. Ja, die Leute denken immer, macht das jeden Tag. Nee, ist auch für uns immer lustig. Ist für uns auch immer lustig. Hatte meine Hirn jetzt gerade so gar nicht geplant. Hat man mir das angesehen gerade? Nee, war jetzt nicht so geplant. So, Moment, jetzt wäre es super, wenn ich nochmal versuchen kann. So. Also super. Okay. Ja. Komm jetzt dahinter, komm, komm. Wir müssen jetzt gerade zwei kommen. Ja, überhol. Dauert noch. Vorausschauendes Fahren ist für die Leute ein Novum. Ne? So, komm. Super. Okay. Los. Ja, ich muss unter 2000 kommen. So. Der kann dich nicht leiden. Ja, was habe ich gesagt? 7,2, 7,3, ja. Sowas. Aber du merkst schon, hat einiges mehr Bums. Gell? Ja, wie gesagt, meine Hirn hatte gerade einiges mehr Bums. Gar nicht geplant. Ja, jetzt muss ich schnell rübergehen. Die hassen mich alle, so, weil die nicht verstehen, was wir machen. Ja, ist ja klar. Ja. Woher sollen sie doch wissen? Also jetzt haben wir zwei Messungen gemacht, jetzt fahren wir mal ein Stückchen anständig. Wir müssen das Fahrzeug jetzt wegbringen für die Getriebespülung. Das machen wir ja nicht selber, da haben wir einen Partner, der das macht. Weil diese Maschinen relativ viel Geld kosten. Und wenn man so machen kann, ist auch okay. Man muss ja nicht immer alles selber haben. Man muss nur die richtigen Leute kennen. Genau. Gut, also wir sehen uns gleich wieder bei der Gesamtauswertung. Wir machen jetzt hier auf dem Weg da zu dem Betrieb noch ein, zwei Messungen und wir sehen uns gleich wieder. So, herzlich willkommen zurück. Ist zwar ein Tag danach, jetzt haben wir ein Momentchen Ruhe. War diese Woche doch ein bisschen hektisch zum Teil, was ja uns erfreut. Aber ja, müssen wir ein bisschen Zeit haben. Es geht ja um Golf-Auswertung der Leistung. Also wir haben jetzt hier die Messung gemacht. Leistung danach. So, jetzt rufe ich mal schnell das Diagramm danach auf. Also wir hatten ja original, nochmal zum Wiederholen, hatten wir einen Leistungswert von 301,7 PS und 388 Newtonmeter, was ja fürs Fahrzeug spricht. Das heißt, Originalleistung reicht, Newtonmeter ein bisschen mehr.
Jetzt haben wir eine Leistung danach von gemessenen 352,9 PS und 480,2 Newtonmeter. Upsala, jetzt ist der Sensor am Boden gefahren. Jetzt hoffe ich, dass der nicht kaputt ist. Sonst wäre scheiße. Sieht man's? Ja. 352 und 480. Ja. Zeig mal den Kühlschrank. Genau, das ist die Kurve danach. Das ist blau ist Radleistung, Motorleistung, Drehmoment. Oh, immer noch schön. Gut, wir haben 30 Newton mehr, als wir eigentlich versprechen, oder 20 Newton mehr, je nachdem, wie man es anschaut. Und leistungsmäßig zwischen 350, 360 geben wir ja an. Sind wir auch drin. Da kommt sicher noch ein bisschen mehr, weil Fahrzeug, wie gesagt, nicht eingefahren. Treibstoff aber okay, habe ich mit dem Kunden geklärt. Wenn man jetzt sich mal das kombinierte Bild anschaut, hier, ich weiß, mit dem Laptop müsst ihr entschuldigen, das ist ein bisschen kompliziert. So. Das ist das kombinierte Bild, das geschriffelte, ich weiß nicht, seht ihr das auf dem Bild? Das mit diesem Pünktchen hier, hier so. Das ist die Originalleistung und das in grün, also beziehungsweise das durchgezogene, ist die Leistung danach. Ja, wie man sieht, musste ich hier bei der Messung danach später ins Gas gehen, weil ich konnte nicht so stark verlangsamen. Das sieht man. Vorher war ich etwas unter 2000, habe ich durchbeschleunigt. Jetzt musste ich ungefähr schon bei 2500 beschleunigen, weil der Verkehr es einfach nicht anders zuließ. Wir messen ja auf der Straße, das wisst ihr. Ja, was man sieht, was man wirklich sieht, kannst du nochmal schnell einblenden, ist, wenn man jetzt die Drehmomentkurve, die grüne hier, diese grüne Kurve hier, nach vorne verschieben würde, dass wir im gleichen Moment einsteigen, wie wir bei der Originalmessung eingestiegen wären, dann haben wir eigentlich über das ganze Drehzahlband, ich sage von 2200 Umdrehungen weg, bis nach hinten, hätten wir immer durchgehend einiges mehr an Drehmoment, als wir original hätten. Also das ist schon das, was man richtig spürt. Der Kunde hat mir auch gesagt, er spürt, das Fahrzeug sei ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, volumöser. Das ist das, was man merkt am Drehmoment. Also über das ganze Drehzahlband ist einfach mehr Power da. Ne? Gut. Ja, wunderschöne Kurve, keine Einbrüche, alles sauber. Fahrzeug läuft super. Kunde war auch sehr zufrieden wegen der Getriebespülung, hat er gerade gemerkt. Fahrzeug schaltet viel, viel feiner, muss man sagen, feinfühliger. Wenn man normal rumfährt, wenn man richtig Schub gibt, mal auch im S oder so, hat er gemeint, das Getriebe schaltet schöner früher runter. Nicht dieses Hochdrehen bis weiß nicht wohin, sondern ist wirklich, hängt schön am Gas. Und die Zwangsschaltung, die hat Zwangshochschaltung ist deaktiviert, also Fahrzeug dreht jetzt bis 7,2, 7,3, sowas. Also gute 500 Umdrehungen mehr. Und schaltet nicht mehr, dieses Zwangshochschalten ist nicht mehr da, was ich sehr angenehm finde, weil ich finde es immer schlecht, wenn mich die Fahrzeuge bevormunden. Ich habe immer gern, wenn ich sage, was ich will. Willst und der das Chef sein, ha? Wird ausgeführt, genau, für den Betrieb. Nee, im Betrieb kann ich es ja nicht. Ja, Golf haben wir gemacht, Kunde zufrieden, happy, ist wieder unterwegs. Ja, das war's eigentlich. Muss man noch was sagen? Nee. Gut. Telefon läutet, ich würde sagen, original fahrt man nicht. Abonniert den Kanal unten, lasst einen Daumen nach oben da. Ich muss ins Telefon. Tschüss.